meine ich jetzt. Sorry. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. So, hallo. Ja. Bitteschön, ciao. Hallo, guten Abend. Hallo. Wo willst du denn hin? Du bist da vorne. Kommen da. Perfekt. Ich wollte. Ich würde gerne ich sitzen. Wo? Ja. Neben mir? Natürlich. Ja, sowieso. Oh, hi. Oh, mit Brille hier. Oh mein Gott, da ist die Kamera eingebaut. Wow. Ich kann die Karten sehen. Dann könnt ihr euch jetzt entscheiden, wer hier bleibt. I trust you. Ja, jetzt, wir bleiben Olivia, ja. Oder? Ja. 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 Wir gehen. Cool, kommt so ran. Drück mal die Daumen. Ne? Du musst mein Fitzchen. Mach das. Bei euch spielt Carmen, ja? Also Carmen spielt, Carmen hat Lauf, ja, die nimmt dir jetzt die Kohle ab. Probe spielen machen wir nicht. Viel Spaß. Viel Spaß. Ja, ja, wir losen jetzt mal den Dealer-Button. Ja, wir losen mal. Okay. Ich hab ihn nicht. Wir fangen an mit 1500. Also jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Ja, jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Pokerstars.de Spezial. Carmen und Robert Geis haben eingeladen zum Pokern und die Promis sind dieser Einladung gerne gefolgt, haben sich getroffen in Seefeld im Fünf-Sterne-Hotel im Klosterbräu und spielen um 100.000 Euro, 50.000 alleine für den Sieger. Und wir in dieser Version werden die komplette Poker-Action hier begleiten, alle Hände werden gezeigt. Oh nee, jetzt wir dürfen uns auf spannende und, glaube, unterhaltende zwei Stunden freuen. Ich will nur mit Olivia nachher aufs Hotelzimmer. Das ist das Einzige, was ich möchte. Ach so, cool. Die Blinds zu Beginn liegen bei 50 und 100. Alle Teams haben 10.000 Chips bekommen. Und das läuft so ab. Wir haben also 5 Teams, die jeweils aus 2 Personen bestehen. Innerhalb des Teams kann gewechselt werden. Und ein Spieler ist dabei, der Wildcard-Gewinner, der alleine spielt. Und da gehen wir doch gleich mal in die erste Hand. Ja, wie viel hat er? Wenn du mitgehen möchtest, 300 gesamt. Man traut euch mal was, alle so defensiv. Jörg von Torra, kennen wir alle als Sportschau-Moderator, hat jahrelang den Doppelpass moderiert. Mit dem Race und Carmen. 500 von Carmen. Im Duell gegen Jörg. Carmen mal gleich von vorne mit dem Einsatz, mit der Bet 500. Nichts getroffen. Und blufft aber Jörg von Torra gleich raus, der die bessere Hand wegschmeißt. Der hatte die 2 getroffen. Und ein guter Start hier auch für Carmen Geis. Ja. Ehefrau oder beziehungsweise das Glamour-Pärchen aus Monaco. Ich bin heute ein bisschen schüchtern. Das hier Philipp Kastel, der Online-Gewinner, der Wildcard-Gewinner. Ja, man, vielleicht Fußball-Experten könnten ihn kennen. Er ist der Sohn von Manny Kastel, ehemaliger Bundesligaspieler von HSV, VfB Stuttgart hat er gespielt. 24 Jahre alt und ist selbstständig. Das hat eine eigene Filmagentur. Was über deine Taktik? Ich sag, ich kann nicht bluffen. Ja. Philipp als erster Spieler passt. Philipp ist schon wieder raus. Der ist schon wieder raus. Ist ja unfassbar. Und Jörg von Torra. 100 müsste er bringen, um mitzuspielen, aber er erhöht auf 500. K1, der Rapper, geht raus. Noch 400 drauf. Carmen oder Infant. Mehr oder raus. Und was macht Olivia? Auch sie möchte nicht mit Jörg von Torra spielen. Jetzt hat Jörg den Part übernommen. Genau. Ach so. Will ich auch. Das war schon mal in Ordnung. Ein bisschen was zurückgeholt. Und auch ein schöner Start hier für Jörg von Torra. Auch Kleinvieh macht Mist. Und mit einem schönen Bluff. Der mit Gregor Glanz, einem Sänger aus Österreich, in einem Team spielt. Und Jörg beginnt. Höchst ungern. Ja, die 100. Art und Weise, wie man in die Karten schaut, die könnte bei Carmen vielleicht noch ein ganz klein wenig verbessert werden. Ja. Taktik, weißt du? Ja, bei mir auch. Taktik, weißt du? Oh, was die 1000 gleich bringt. 300 von Jo. Nee, ich gehe. Das erste Race von Jo Weil, Schauspieler aus Köln. Viele kennen ihn vielleicht aus TV-Serien. Was heißt das?
Das hat anrufen. Genau. Die verbotene Liebe. Telefon. Ja. Mal kurz an. Hat immer jemand ein Handy? Wir müssen in der Regie anrufen. Noch 200 ich weiß, oder lieber oder raus? 200 oder? Raus oder noch mehr? Oder noch mehr, raus. Siehste, du bist ein Bluffer, bist du? Ja, ohne Ende. Dann hat der auch nichts. Der hat nichts. Verteidigt den Big Blind mit dem Dreier. Ist der Checker vom Dienst. Philipp checkt. Und gleich mal zwei Paar gefloppt. Bei ihm hier, bei Joe. Carmen, und die beiden anderen Karos hatte ich. Der auch sozial sehr engagiert ist. Blöde Kuh. Sorry, Robert. 500 von Joe. Jetzt haben wir es gehabt. Spielt 500? Eine Dame. Also, wer weiß. Das haben wir ihm auch so beigebracht. Bei einem kleinen Coaching vorweg. Hat er vorher noch nie in seinem Leben Poker gespielt, aber hat von Anfang an sehr viel Spaß daran gefunden. Aber sowas von. Muss ich auf dich aufpassen hier. Ja, Kam, du redest hier die ganze Zeit neben mir und da ziehe ich dir das Geld hier weg. Nee, nicht mir. Das war da immer. Ich will gegen dich spielen. Weil er da Geld hat. 100 bitte, Jörg. Big Blind. Big Blind bin ich. Gut. So, jetzt gehe ich aber. Wo ist der Smallblind? Er ist Smallblind, ja. Und K1 diesmal als erster drin. Er hatte vorher auch noch nie in seinem Leben gepokert. Und bisher auch, spielt bisher noch sehr, sehr vorsichtig. Muss auch erstmal reinfinden ins Spiel. Olivia Pass. Call. Kam mit einem sehr optimistischen Call mit 10-4. Check. Philipp, check. Kann wieder checken, oder? Ja. Check. Ja, keiner hat was getroffen. Jo, check. Check. Da ist es ja dann häufig so, wenn alle checken, wer als erstes so ein bisschen Mut hat und mal was riskiert. 350. Ja, das macht der Philipp jetzt hier. Hat nichts getroffen, hat auch eine Möglichkeit auf eine Straße. Aber momentan in Führung, das sehen wir bei den Prozenten, sehr schön eingeblendet, unten links in der Ecke. Zwei Pärchen. Ist der Joe, Hammer. Der die 7 getroffen hat. Das Höchste, was wir haben kann, ist 50 bringen. Aber ich habe ein bisschen Angst. Und Philipp mit seinem ersten Bordgewinn. Nix. Absolut nichts. Glaube ich. Seinem ersten Bluff. Der ist ein Blöffer. Der tut mit Druck ihm sicherlich ein. Wie denn? Der Familie war gar nicht möglich. Selbstbewusstsein geben. Rock 2-3. Nein, das war nicht. Bube 7-2-3. Du brauchst doch 5. Ich wollte dich nur testen gerade. Ist aber gerade noch rausgekommen. Die Blinds bitte. Jörg. Ja, gelöste Stimmung am Tisch. Blind, ne? Und ich 100, ne? Nee. Ach nee, wird sich vielleicht doch ein bisschen ändern im Laufe der Session hier. Denn es geht ja wirklich um sehr, sehr viel Geld. Ich bin auch raus. Carmen ist auch raus. Ich bin auch raus. Olivia ist auch raus. Sorry. Philipp auch. Das Team, was als erstes ausscheidet, bekommt gar nicht. Und dann geht es in größeren Schritten, auch in größeren Schritten, nach oben 50.000 Euro, wie gesagt, für den Gewinner. Okay, raus. Warte. Wer war jetzt hier, Schisse? Fertig. Jörg ist eine Maschine da. Der bezieht irgendwo. Nee. Und dann mit einer Erhöhung und das reicht schon aus, keiner möchte mit dem spielen. Das werde ich zu verhindern. Ich weiß, du ziehst gerade den Namen. Okay, ja noch ganz Mal ohne Action. 50 weggetan. Blind 50, wa? Ja. Jetzt ist er im Big Blind. Und Carmen beginnt. 100 zu mitgehen, erhöhen oder raus. Ich gehe mal mit. Na, im Small Blind ist er. K1 und Joe Weil im Big Blind. Aus. Philipp. Du bist echt geschissen. Meine Güte. Hat Dame 2 vom Kreuz. Ja, da kann man, das ist ein Blättchen. Aus. Mit. Ich raise. 350. Und Jörg, ja, okay, Abstand raus, der aggressivste Spieler in der Anfangsphase. Mensch, das wäre eure Chance gewesen. Ah, das wäre wirklich meine Chance gewesen. Deine wäre es gewesen, Carmen. Ja, hat sie nix. Und auch wenn es nur Kleinvieh ist, aber Kleinvieh macht ja auch nichts. Eine 2 und eine 3. Hier der aktuelle Zwischenstand, aber bisher hat sich noch nicht so viel getan. Schön die Karte unter dem Hund. Das fällt noch sehr dicht beieinander. Sowas liebe ich. Olivia, bitte. Pass. 375. 375. Du spielst das Spiel wie Segway fahren, kann das sein? Ich habe das Gefühl, dass mich nicht liebt beim Kartoffeln. Okay. Also, eigentlich bin ich ja nur hier, um mich als neues Kindermädchen für dich zu bewerben. Ach so! Nee, ich bin raus. Und brauchst du noch eins? Race von Philipp mit dem 8er-Pärchen. Double 8!
Was soll ich machen? Siehst du? Lecco mio della popo. Lecco mio della popo. Meine Kinder sind noch groß, oder willst du das Kindermädchen vom Robert werden? Das könnte ich werden. Aber ja. Der ist mir zu anstrengend. Nein. Den willst du nicht. Den willst du nicht. Der ist mir zu anstrengend. Echt? Obwohl, einiges ist ja eine gute Partie, doch den will ich doch. Da bietet sich vielleicht ein neuer Job für Olivia Jones an, als Kindermädchen bei den Geissens. Momentan, jetzt Olivia, in Hamburg jetzt lebend. Dort gibt sie auch kultige und sehr beliebte Geschichtsfiguren. Wer da mal Interesse zeigt, auf www.olivia-jones.de. Gibt weitere Informationen. Okay, ist raus. Ich setze. Jo ist dabei. Wie viel? Ja, ich auch. Du musst 50 noch zum Auffüllen. Nee, ich nehme 200. Dann 200 von Carmen. Olivia ist raus. Race von Carmen. Noch 100? Auf 200. Oder raus. Der 200 gesetzt, ne? Jörg geht mit. Jörg hier wird einen sehr sportlichen Call mit 3-2. Muss man nicht unbedingt machen. Aber die Blinds sind ja, wie gesagt, noch sehr klein. Und das Race war auch klein. Ja, checken oder setzen? Setzen. Das macht sie jetzt gut. Sie schaut ungefähr, wie viel in der Mitte liegt. Das 300. Sind aktuell 300. 700. Raus. Und spielt dann knapp die Hälfte des Pots an. Ich hätte auch 500 setzen können, ich Arschloch. Bin ich blöd. Warte ab, mach's bei der nächsten Runde. Soll ich das setzen? 300 gefordert. Joe hat die Dame getroffen. Ach so, nee, da müssen wir mehr machen. Minimum 600. Ja. Ja, das traust du dich gar nicht. Viel zu viel. Was? Geht das zu dir, die Kohle? Egal, was ich mache. Ja. Schön. Nee, ich habe ein gutes Blatt drauf an. Jetzt blöft sie. Ich habe ein gutes Blatt. Nee, ich habe ein gutes Blatt. Du hast das auch gewonnen. Nee, jetzt habt ihr Pech. Jetzt habt ihr Pech. Jetzt blöft sie. Jetzt habt ihr Pech. Nee. Mein Bauch sagt. Wow, sehr, sehr guter Fold von Joe. Ja. Zeigst du es uns? Keiner! Zeigst du es uns? Ich hatte ein Hosbärchen. Zeig mal. Dürfen wir sehen? Jetzt ist es weg. Nein. Ich stand noch. Doch! Die beiden standen ich hatte noch da. Zwei, die Jungs. Ja, der Joe, der kam einmal in die Augen geschaut und hat wahrscheinlich wirklich gespürt. Die hat den König getroffen. Die Blinds bitte. Und ja, damit auch richtig. Aber zwei Buben ist schon schwer. Ne? Finde ich. Oder was sagst du als Lüge? Profi? Du bist gar nicht der Bessere gewesen, sondern der König. Aber ja, ist natürlich. Kleiner Bluff. Du wärst besser gewesen. Ich muss Dame. Genau, er ist Big Blind. Er ist Big Blind. Dann wärst du ich besser mit 100 gewesen. Rein. Aber okay. Boah, der König schlägt ja auch mich. Korle. Und das Ass. Ja gut, aber das sagt er nicht. Und der Doppelfond. Da kann aber einer auch auf der Hand gehabt haben. 500. Hättet ihr 1000. Also in einem Flug. Ja, nee, da bin ich so. Und jetzt auch erst. Erst mal Action. Wir haben mal ein Race auf 1000. Saftiges. Saftige Ölung so, nee, vom Rapper. Von K1. Nee, aber ja, da, ich habe ein scheiß Blatt. Ich habe nix. Ja. Komm, Cowboy. Komm, Cowboy. Cowboy sagt. Was hast du denn auch da? Cowboy erfordert den Wildcard-Gewinner auf hier. Wir beide, ne? Zur Action. Das wird doch. Na gut. Was war das hier? Okay. Was ist das denn für eine bekloppte Poker? Der geht mit. Nein. Oh, die meine Güte. Ey, cool, drin. Was drin ist, ist drin. Die beiden haben vorher wow, auf jeden Fall einer natürlich eine hohe Karte haben. Zusammen am Tisch gesessen. Und Philipp hat dem K1 auch noch mal ein bisschen was erklärt zum Poker. Ein paar kleine Tipps auch mit auf den Weg gegeben. Okay. Ich nehme den Check. Ja, vielleicht hätte K1 hier doch einfach nochmal nachspielen sollen. Er war ja der Aggressor vorm Flop. Ich glaube, was müssen die jetzt machen, weil ich weiß, einem Einsatz am Flop oder am Turn 875 von Philipp. Hätte er den Philipp in jedem Fall hier zum Passen gebracht. Was er haben kann, ist ein Pärchen. Komisch, ungleich. Okay. Ja, das höchste. Das muss dir zwei angeben. So denkt Philipp natürlich, dass er mit einem Einsatz hier K1 in jedem Fall rauskriegt. Ja, oh ja. Ah. Stimmt. Ass 8 gegen Ass Dame. Stimmt. Aber Ass 8 ist jetzt besser. Mhm. Ja, ist richtig. 875. Dame gibt's ja nicht. Viel Geld, stimmt. Aber 1000 ist schon weg. Ass 8 wäre das höchste. Okay, spielt König Dame oder sowas wahrscheinlich. Ja, der gar nicht da ist. Ja, eben. Deswegen überlegt er ja so lange. Ja. Da ist recht.
Du gehst mit. Mehr drauflegen. Du musst mehr. Ja, das heißt mehr drauflegen. Ja, ja, das heißt ja, dass du, dass du callst, ne? Ja. Das ist zu viel für dich. Ne? Ja, normalerweise wäre das jetzt ein Call. Du kannst doch mal überlegen, weil ich heute so nett bin. Bist du aber wirklich gnädig heute? Ich bin echt heute gnädig. Raus. Und dann geht er doch raus. Er wollte erst mitgehen. So. Sag ich mal. Und da er nicht die 875 gebracht hat, sondern nur 500, hat er jetzt nochmal die Option, das sich anders zu überlegen. Was hast du? Und der Pott geht. Pornflop darf ich es nicht callen, dann treffe ich. Das waren halt nur kleine Sachen. Wildcard. Du hast eh nichts getroffen, hör auf so Ding. Schau jetzt mal auf die Kamera und so. Du bist jetzt unsicher, ne? Ich bin nicht unsicher. Dem neuen. Ja. AK1 ist nie unsicher. Schöne Karten mit dem. Genau. So, neues Deck, neues Glück. Ne? Genau. Jörg, Big Blind, bitte. Ich Big Blind. Oh. Das Gefühl passt bei AK1 ja auch. Ja, ja, dass wieder nichts getroffen hat. Okay, beginnt. Ich bin raus. Passt. Mhm. Danke. Du bleibst dir recht treu. Ja. Jo raus. Joel hadert ein bisschen mit seinen Karten, die er von Steffi ausgeteilt ich weiß, bekommt. Du bist verunsichert. Du hörst mich gerade. Chill. 100 sind gesetzt, genau. Müsst 100 mitgehen, mehr oder weg raus? Ich gehe mit. Okay. Und auch Olivia jetzt. Auch. In Action checken mit Asdama, eine sehr schöne Starthand. Hätte sie eventuell auch mal gewinnen können, aber geht nur mit 4 Spieler. Schauen sich den Flop an. Wunderbar, hier. Asdama, 2 Paar für Olivia. 500. 500 von Carmen. Carmen mit der getroffenen 9. Olivia will es wissen. Jetzt? 500. Olivia geht mit. Was hast du? Ich habe 2 Karten. Ich auch. Philipp geht mit. Und 3 liegen da. Philipp hat auch das Ass getroffen und geht ebenfalls mit. Könnte jetzt hier ein sehr, sehr schöner Pot werden. Für Olivia. Mit dem Full House jetzt. Philipp, check. Ja, schon. Du kannst checken. Oder setzen. Du kannst checken oder raisen. Ich geh rein. 500 von Carmen. Eieieiei. Das könnte teuer werden jetzt hier für Carmen. Ich erhöhe. Minimum 1000 wäre eine Erhöhung. Ach, Maria, wenn wir schon mal dabei sind, ich erhöhe auf 1000. Olivia, 1000. Erhöhung auf 1000. Das könnte das Signal für Philipp sein, sich von seinem Ass zu verabschieden. Guck mal, da ist schon ein Pärchen. Liegt schon da eins. Hast auf jeden Fall. Mhm. Das hat auch noch die dritte Karte dazu. Ja, Philipp ist raus. Und er kommt relativ günstig raus. Ach so, das kann natürlich sein. Ne? Du müsstest noch einen 500er bringen zum Mitgehen. Mhm. Ja, komm, Carmen. Nee, das ist mein. Trau dich. Ja, trotzdem nicht. Joe Weil animiert Carmen zur Action. Ich muss mich auch mal ein bisschen gewinnen lassen, als Gast. Spielst du, als hättest du ein Drilling. Sogar noch besser kam. Ich habe vielleicht den Joker. Oder den schwarzen Peter habe ich. Ein Drilling ist natürlich ein Drilling, ne? Ist aber ja, nichts gegen Vierling, ne? Boah, wer hat 2 Damen? Wer hat die 2 Damen? Ja, so viel können wir nicht. Ich bin ja selber noch nicht mal eine. Ja, aber ist gut, dann, also, wenn sie jetzt nicht mitgeht, dann gehört ja alles mir, ne? Ja, dann schon, ja. Ja. Oh, jetzt versucht Olivia dann Carmen. Das wird die Carmen nicht machen, wie ich sie kenne. In den Call reinzuquatschen. Also, da wie jeder Politik hier macht. Alle Politiker. Das würde mich auch wundern. Das würde mich ich sehr nicht wundern. Was hast du denn da? Ein Ass hast du bestimmt. 2 Karten. Und wenn ich 2 zum Beispiel Pärchen hätte. Dann ist es besser als ein Pärchen. Ist das besser als ein Drilling? Nee, nee. Ganz schlecht. Nein, das ist nicht kann. Ich bin raus. Richtige Entscheidung. 2 Pärchen schlechter als Drilling. Boah, das gucke ich mir an im Fernsehen, Fräulein. Ja. Oh, Olivia, das ging ja ganz gut. Kann man ja dann auch sehen, Olivia, wenn sie sich die Sendung anschaut, ja, dass sie da richtig entschieden hat. Hey, Nina, chill. Ich habe gerade erst angefangen. Okay, so viel habe ich noch nicht verloren. Komm, ich war so taktisch, um die anderen ein bisschen gut hier so sicher zu lassen. Scheiße, ich hatte jetzt ein gutes Paar. Nina, oh, oh. Oh, jetzt aber. Guten Tag zusammen. Ja, so ein bisschen schon. Warum denn? Ja, weil wir auf dem letzten Platz gerade sind. Ja, ohne Witz, lass mich mal so ein bisschen ein paar Chips irgendwie holen. Okay, komm. Ja, bevor hier
bevor wir hier gleich gar nichts mehr haben. Es gibt den ersten Wechsel. Dich dich auf, Nina, komm. Dankeschön. Darf ich dir den Stuhl ranreichen? So. Nina Morgadam übernimmt für K1, okay, der sich eigentlich jetzt gerade so ein bisschen akklimatisiert hat am Tisch. Und ungern den Platz verlässt. Nina, kannst du den Punkt? 100. Nee, ich mach das heute zum ersten Mal. Intuitiv, ne? Und das war schon der erste Bluff von Nina, denn sie war schon mal in Las Vegas und ist dorthin geflogen, nur um zu pokern. Also, ich würde mal fast sagen, halb professionelle Spielerin. Und dürfte jetzt hier am Tisch mit dem Wildcard-Gewinner stärkster Macht am Tisch sein. Ja. Ich raise 400. Jörg 400. Folde. Nina ist raus. Ich bin auch raus. Okay, 200. Da kann man im Moment sehr neugierig, König 7, muss man nicht unbedingt spielen. Olivia callt ebenfalls mit König Dame, das ist eine, wiederum eine sehr schöne Starke. Jörg beginnt. Checken oder setzen? Checken. Nee, setze. Wie viel sind das ungefähr so? Ich mach mal... 1,6. Okay, ich leg mal... 800. 800. Oder 700 geht? 800 gesagt. 800. Mhm. 800 von das macht sie sehr, sehr gut. Die Hälfte des Pots angespielt. Kann natürlich jetzt nicht wissen, dass sie mit ihrem getroffenen König hinten liegt, denn Olivia hat die bessere Beikarte. Ein bisschen Spaß gefunden. Ja, ein ganz klein wenig. Keine Hilfe für Kam. 1000. 1000 von Carmen. Okay. 1000. Olivia geht mit. Gott, ist das irritierend. Okay. Gewinn von Olivia und Carmen bräuchte die 7, kommt aber nicht. Pokerface. Gut, Schatz. So. Ja. Carmen, ja. Bitte. 2000 von Carmen. Ja, die Chips werden bei Olivia landen, es sei denn, du kannst noch schlechter sein. Sie passt. Und Olivia, sie geht mit. Carmen, Showdown bitte. Einmal aufdecken. Showdown. König, König. König, König. Getroffen. Oh. Und König Dame. Jetzt muss Carmen den Satz feststellen. Die Dame. Die Dame, das ist die Dame von Olivia hier als Beifall in die Wertung kommt. Scheiße. Das hat übernommen mit deinem Poker. Ich mal gleich auf. Mit einem sehr starken Auftakt hier. Und ich glaube, Carmen möchte abgelöst werden. Bruder hier rumrasch. Scheiße. Du mit einem König. Zwei Könige. Könnte auch gut aufregen. Boah. Es war zwei Könige. Olivia Jones jetzt hier in Führung. Da muss ich die Kreditkarte mitbringen. Ne? Ja. Oh, jetzt kommt der Chef persönlich an den Tisch. Du reißt die wieder raus, Robert. Du reißt die Frau raus. Naja. Zu Hause wahrscheinlich erstmal ein bisschen Schelter. Was kam denn alles so fabriziert hat? 200, gell? Ja. So, Robert, ne? Der Robert beginnt. Wir sind bei 200 Big Blinds zum Mitgehen. Pass. Olivia ist raus, Philipp ist raus. Alle raus, da kamen schon gemacht. Ja, ja. Du hast die ganze Kohle ausgesagt. Ja, bei mir läuft Jörg ist 200. Dabei. Achso, in einem Zug, gerade Moment. Dann machen wir so, wie du möchtest. Blind sind angestiegen auf 100 und 200. Jörg raus. 200. Jörg geht mit. Und Nina Morgadam mit dem Race auf 400. Viele kennen sie sicherlich aus Moderation bei DSDS oder das Supertalent, wo sie Backstage dann die Teilnehmer oft gefragt. Jörg checkt auf. Der Checker hier. Mhm. Ganz wenig. Nee, ich habe 500 von Nina. Aber und Jörg ist raus. Okay. Du hast was zu trinken. Sie zieht den ersten Bluff gleich durch, spürt, dass Jörg hier rausgeht. Okay, ne? So geht das. Jetzt hat sie mir auch gleich mal gezeigt, oder? Robert Big Blind, bitte 200. Okay. Die jeweiligen Partner der Spieler sitzen übrigens in einem Nebenraum und können die Action mitverfolgen. Gut. Jörg geht mit. Folde. Nina ist raus. Na, Joe, möchtest du noch 100 nachbringen mit König 3? Joe ist raus. Möchte aber nicht. Robert Check. Und Robert im Duell gegen Jörg Montora. Und Robert beginnt, checken oder setzen.
Checken. Robert trifft die 2. 500. 500 von Jörg. Und Robert. Das macht Jörg jetzt richtig. Spielt. Obwohl er nichts getroffen hat, aber eine mögliche Straße spielt sehr aggressiv und bewegt Robert dazu die bessere Hand. Ja, das ist ein Auf und Ab. Ist noch, okay. Möchtest du da mehr? Ja, fühlt sich noch wohl. Oh. Aber ich habe dich auch unten beobachtet, du guckst so süß. Das ist mein Pokerface, ich habe das gestern gesagt, wie ein verhungertes Äffchen. Ja, das ist gut. Und das da traut man sich, ja. Nee, da traut man sich nicht, dir alles abzunehmen. Mhm. Was? Ja, ist schon wieder soweit. Und Philipp beginnt. Kostiell hier. Ja, aber bei der Philipp, was ist los? Schon wieder raus. Aus. Mein Gott, du musst dich vertrauen. Ja, ich weiß, dass du die Asse jetzt auf deinem Wir erhöhen sofort die jetzt hier Joe Weil mit dem Pocket Buben. Der ist ja das in der besten Position am Button. 400 von Jo. Und er erhöht auf 400. Robert ist raus. Und Olivia. Leute, was macht er denn jetzt hier? Ich muss das erst mal ein bisschen anfischen. Hast du klein gewonnen? Hast du klein gewonnen? Ja, wunderbar. Ich rufe mal Gregor. Ich habe irgendwie kein Händchen. Ja. Ich möchte ausgewechselt werden. Okay. Ja. Habt es mitbekommen? Der blaue Baron muss kommen. Der blaue Baron 2 muss kommen. Sag genau. Aber er soll nicht singen, er soll spielen. Der wird es tun. Ich habe ihn eingenordet vorher. Gut. So, ich gehe auf die Bank. Die Auswechselbank. Okay. Warum waren wir euch hier oben? Jetzt auch der nächste Wechsel im Team Jörg und Tora und Gregor Glanz, die sich hier die blauen Barone nennen. Ja klar, Witzel? Was meinst du, was die alles über euch erzählen? Ne? Über oh Gott, dich. Sollst du dir mal anschauen? Das kann ich mir schon vorstellen. Gregor Glanz, ein Sänger aus Österreich, der, ja, können wir auch mal ganz kurz erklären, eingesprungen ist vor Ort, weil es einen Unfall gegeben hat bei den Dreharbeiten. Christina Sura. Hallo. Ja, hat sich bei einer Mutprobe von Carmen ist unglücklich aufgekommen auf einem Luftkissen. Ja, und hat sich nicht so zittern. Zwei Rückenwirbel verloren. Weil ich tatsächlich nichts mehr zu trinken habe da hinten. Es geht dir mittlerweile besser, das können wir auf jeden Fall sagen. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Jetzt geht's los. Endlich mal. Jetzt geht's los. Und Gregor Waller gut befreundet ist mit Robert und Carmen. Und vor Ort gesungen hat, war dann so nett und ist eingesprungen. Kannst du dir keine zwei Karten? Drilling. Ich kann mir das nicht merken. Und was ein Flop hier. Sowohl Olivia mit dem Olivia mit dem Nutt-Flush-Draw. Also wenn noch ein Herz geben, hätte sie die bestmögliche Hand hier. Philipp hat auch das Ass getroffen. Wahrscheinlich. Wer hat denn die Dame und wer noch die 9? 800 wäre ein Ace. Noch 100er? Also, ja, genau. 400 gesetzt von Philipp? 800 von Philipp? Ja, das kriege ich, wenn du nicht kommst. Aber ich brauche das dritte Ass. Ich glaube, der Stefan hat noch keinen Satz gesprochen. Oh Gott. Der ist nur auf der Fahrt. Olivia, passt dir den König hoch. Flush-Draw. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie so oft gesehen hat. Da wäre der Flush dran gewesen. Ich bin ja schon raus. Gott sei Dank. Kann mir nichts mehr passieren. 1000. Mit zittriger Hand. Carmen hat hier so viel Platz gemacht. 1000 gesetzt. Und Philipp mitgegangen, der jetzt natürlich auch noch einen Flush-Draw hat. Und da kommt der Flush für den Wildcard-Gewinner. Jetzt geht's los. Jetzt. Na, sehr, sehr, sehr unglücklich für Joe Weil. 2000 von Jung. Mhm. Und Philipp Kroll. Oh, jetzt wird er feststellen, dass er die Hand tatsächlich noch verloren hat gegen den Wildcard-Gewinner, gegen Philipp hier im Bild. Da haben wir den Flush. 5 Herz. Sehr, sehr, sehr unglücklich. Mit dem höheren Kicker Stefan. Da ich meine, das war mehr als nur Glück. Das war mehr als nur Glück. Muss man auch haben. Ist ja nach wie vor ein Glücksspiel. Yep. Ja, das ist richtig. Poker, aber es ist auch immer ein wenig Glück involviert. Das haben wir gerade sehr, sehr gut in dieser Hand gesehen. Und da gibt es den Wechsel dann auch im Team. Joe Weil und Stefan Effenberg und der Trainer vom FC Paderborn. Mit knapp 400 Bundesligaspielen. Die Mütze eigentlich kontrolliert, aber keine Karte. Erfolgreichsten deutschen Fußballer übernimmt. Gregor, bitte Big Blind 200. Ja, auch wiederum jemand, der schon viele gepokert hat und erfahren ist. Du darfst erstmal gucken. Und von vielen am Tisch auch im Vorfeld gefürchtet wurde. So rum. Ich folde. Nina passt. Gleich mal mit einer Top-Starthand als Dame. Stefan geht mit. An den Tisch kommen wir gleich Action. Sind wir immer noch bei 102? Nee, Mann. Scheiße. Ja, was ist denn? Ich denke, du blöffst hier ordentlich mal los. Ja, ich muss deinen Namen mal angucken. Wow, ja, aber ich kann ja noch nicht. Geist oder Greis? Nein, nein, Geist. Ja, okay. Boah, gleich raucht's hier. Ja, der raucht schon. Ja, das. Geh ich mit. Stefan, da muss er mitgehen.
Ist das jetzt so ein Bluff von dir? Du tust, als würdest du total hart drüber nachdenken, ob du mit den schlechten Karten mitgehst und dann sind das aber voll die Hammerkarten. Ja, aber er hat nicht mehr viele Möglichkeiten. Er muss jetzt. Guck mal, der blendet mich aber auch komplett angreifen. Aus. Der guckt mich nicht an, der hört mir keine Reaktion. Als wäre ich nicht da. Der von irgendwelchen Rolle, so wie man ihn auch vom Fußball hat. Aber ich werde dir ein Kotelett ans Ohr labern. Noch gar nicht mehr. Dann mache ich das mit dem Kotelett. Stefan, weißt du was? Es könnte jetzt hier teuer werden für Stefan Effenberg vielleicht sogar. Das Ausscheiden, droht es? Fragezeichen. Ja, ja. 1200. Ich habe von der Königin gelernt. Okay. Jetzt muss ich überlegen, Stefan. Jetzt wird's eng. Und da passt der Astame. Wow. Sehr, sehr guter Pass. Von Effe. Weiß ihm noch die Karten. Jetzt läuft er ganz gezeigt. Er hat jetzt Lauf. Ja. Jetzt hast du Glück im Spiel. Und so sieht's aus im Zwischenstand. Und ja, Stefan Effenberg und Joe Weil. Ganz unten. Robert und Carmen. Auch bisher kein guter Lauf. Jetzt geht's los. Pass auf. So. Vor allem wir bei der Gregor, ne? So was machen wir nicht. Nee. 150 und 300. Aber Gregor, was machen wir schon wieder erhöht? Wir haben schon was wieder machen wir jetzt erhöht. Eigentlich mit unserem Deal? Aber nichts los, jetzt ist doch richtig was. Ja, jetzt ist ja. Der Deal raus. Jetzt ist in dem Fall. Es hieß, wenn ich gewinne, kriege ich ein Privatständchen von ihm. Aber und Stefan beginnt. Wenn du mit Stefan, er fragt mit dem König jetzt. Privatjet. Das ist wie spielt er sich? Cool, ne? Ja, ich meine, diese Stimme. Von der Erhöhung. Stefan geht mit. Nein, er geht nur mit, er will die Falle stellen. Robert ist raus. So, der Klang, ja, aber die muss doch unterhalten, weißt du? Olivia. Robert kriegt nichts. Was willst du machen? Olivia ist raus. Philipp ist raus. Ja. Oh, Stefan, wir zwei. Ja, ihr drei. Ich habe vielleicht, also, auch, ja, man weiß es nicht. Ne? 150. Also 100, haben wir zu wenig. Gregor muss noch 150 ja, Gregor, in Deutschland, in Österreich. Gregor Schmitz und Nina, check oder erhöhen? Check. Nina, check. Auch Nina im Big Blind in einer ganz soliden Starthand. Und zu dritt geht's dann zu. Drei Asse. Ja. Okay, das Blatt wird jetzt nicht besser geworden sein. Und Gregor bitte, checken oder setzen. Schöner Flop für Stefan, kein Ass auf dem Board. 500 von Gregor. Und damit folding. Gregor mit dem Open Ender, also mit der möglichen Straße zu beiden Seiten, eine 9 oder eine 4. Mit dem die Straße bringen und da ist die 4. Eieiei, das läuft aber auch alles andere als gut hier für Stefan Effenberg, beziehungsweise für das Team Effenberg, weil... Das hat Carmen verzockt, nicht ich. Boah, du bist ja mega angespannt. 1000 gesetzt vom österreichischen Sänger, der aktuell mit dem Lied Queen of Lissabon in den Charts in Österreich liegt. Sehr, sehr schönes Lied. 1000. Gab es da eigentlich mal so eine Taktik bei dir, wenn du so, keine Ahnung, bei der WM oder so dann Elber schießen musstest? Also um ruhig zu bleiben, so Nerven zu bewahren? Wie? Ja, aber, Freistoß. Sag mal, also ihr hört mich aber alle und seht mich auch, oder? Also ich bin schon noch hier, oder? Wir sehen nicht. Kinder, wir haben alle nur Augen für dich. Hallo. Ja, bis auf Stefan. Ah, nee, für dich. Tut mir leid. Wenn er die Königin jetzt auch noch mal wegschmeißt, dann ziehe ich wirklich meinen Hut hier vor Effel. Das ist also, super gute Entscheidung okay. Hier. Auch ganz gut angeschafft, nice. Also, Wahnsinn. Ist aber es läuft ja absolut abartig. Der kommt jetzt gleich. 3200 Chips und noch. Schade. Ah. Schade. 150 und 300, bitte die 3. Ich habe auch so eine. Ach so? Ja, wenn es gleich läuft, geht's los. Ja, okay. Ich mache aber nur auf, wenn es eng wird. Wir legen sie mal hier hin. Ja, Robert, es könnte bitte. Vielleicht was in den nächsten Händen 300 zum Mitgehen, mehr das erste Team bereits ausscheiden. 300 von Robert. Oliver ist raus. Ich habe hier geguckt, mit dem 9er Pärchen unserer Wildcard-Gewinner. Der sich bei PokerStars hier für diese schöne Runde qualifiziert hat. Hast du gerade die Brille aufgesetzt? Ja, weil und dann erhöhst du eben. Das hatte ich ja vorhin bei Kay auch, aber ich lege sie auch natürlich sofort 750, das heißt, ich müsste mit 450 dann noch... Reingehen? Mit 600. Du müsstest achso, nee, 600. Ich bin ja der Smallblind. Ja. Nee, das lohnt sich nicht. Wir sind gefordert vom Philipp. 450. Nina und Stefan passen. Genau. Aber Robert. Weil willst du das wissen? Weil ich weiß, dass man es besser ist. Möchte den Flop sehen. Du hast nur viele Chips, das ist das Einzige. Richtig. Und er geht mit. Was kann man hier dem Team? Nee, ich habe gar nichts hier. Wir machen ein bisschen Glück wünschen auch. Ich höre wieder auf, dann kann die Carmen wiederkommen. Also ich bräuchte noch ein Bier und einen Kaffee. Ja, treffen wir weder den Buben. Checken oder ja, zwei Check. Bier. Noch die 10. 800.
800 von Philipp. Ja, dann ist er drin. Philipp macht weiter Druck und ja, gewinnt die Hand. Ich schon, aber vor dem Flop schon. Oh, bei dir ist ja richtig. Mit 205 treffen, oder? Mit 205 treffen. Das lohnt sich ja richtig. Ja, aber guck mal, Philipp. Philipp, jetzt kenne ich aber deine Taktik. Das heißt, immer wenn du was Gutes hast, setzt du die Brille auf. Bei Kay habe ich vorhin auch nur geblufft. Ja, aber jetzt gerade ja scheinbar 300 bei dir, Robert. Ich weiß auch hier wieder, ich habe es ja nicht gezeigt. Und Olivia beginnt. Ja, da merkt man, dass die Nina Philipp ist raus. Schon viel Pokererfahrung hat. Das heißt, nachher, wenn ich. Das ist ja gerade wichtig beim Pokern, dass man bestimmte Verhaltensmuster beim Gegner erkennt. Oh, sag mal. Stefan ist raus. Das ist ja. Robert, erhöhen oder checken? Checken. Robert, checken. Du bist total auf Nina im Duell gegen. Hast du irgendwas genommen oder? Auf Krawall gebürstet, ich bin total lieb. Naja, aber gut. Und Robert, endlich mal. Gut getroffen hier von Robert. Top 2, zwei Paar. 500. Jetzt geht es nur darum, möglichst viele Chips. 1000 von Nina. Oh, der erste Bluffy von Nina. Robert geht mit. Das ist genau in Roberts Sinne. Jetzt trifft Nina sogar das Ass. Oh, jetzt habe ich es verraten. Geh ich immer noch weit vorne. Jetzt wird's eng. 2000 von Nina. Also aus Versehen nach dem zweiten gegriffen. Robert, zwei. Großer Top hier zwischen den beiden Teams. Oh, was ist das denn? Jetzt trifft Nina hinten raus zwei Paar. Es könnte das Ende sein für Robert. Ja, Nina, was Robert, ist jetzt du wolltest nicht als Erster gehen. Check. Check. Immer so viel Gefühl, alles rein. Nichts mehr, oder? Ja, jetzt machst du meine Taktik, oder was? Ja. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Ja. Alles rein, wenn du was hast. Knapp 7000 in der Mitte. Geil. Ja. All in, würde ich wenn alles, sagen. Wenn was hast, all in. Rein. Also eben schon du hast, alles ach, du rein. Hast ja da gar nicht so viel. Nee. Es sind nur noch 1000. Oh nein, ja, aber... Ich doch nicht all in sagen. Soll ich den Gastgeber jetzt schon irgendwie rausknallen? Du kannst eigentlich jetzt rausknallen. Doch, ja. Also ist jetzt auch Zeit. Den Gastgeber könnt, jetzt rausknallen? Wenn du einen Platz hast. Robert, ich werde danach aber nie wieder eingeladen bei euch. Ja, das wirst du sowieso nicht. Jesus kommt nur einmal. Hübsche Frau kommt nur einmal. Ja, ja, schlechtes Gewissen. Ja. Nina ist all in. Ja, dann musst du den Gastgeber herauszuknallen, aber sie setzt ihn all in und er callt natürlich sofort. Also, und das ist das Ende des Auftritts von Robert und Kam hier. Sehr, sehr viel Pech gehabt. Das muss man einfach. Wow, Robert. Das war aber knapp. Mach's gut. Aber wirklich. Ja, also Spaß. Wahnsinn. Das war... Schau, das liegt dabei. Die hat das Faust in den Ohren. Ich hab den Gastgeber aufgehauen. Ja. Ja, vor allem wie? Aber wie? So was Hinterhältiges. Ich hätte, nee, ihr habt mich angestachelt. Ich hätte jetzt irgendwie geguckt, er sagt, dass er noch... Er lädt dich sowieso nicht mehr ein. Ja, dann das, ja, das stimmt. Dann muss ihm natürlich schon. Aber er kommt halt nie wieder nach Seefeld wahrscheinlich. Schlechte Erinnerung. Schlechte Erinnerung. Danke dafür. Seefeldverbot quasi. Seefeldverbot. Ich werde immer wieder zu dir kommen. Ach so, sehr gut, sehr schön. So, jetzt. Ich werde aus der kompletten Sendung geschnitten. Jetzt nochmal anzuhören, oder? Ja, stimmt, die schneiden. Ich hätte nur so eine Kellmaske da. Weißt du? Liebe Nina, ich helfe dir ach so, mal. Das ja. Ist, ja, das ist, aber hier nicht dann noch was? Nee. Nicht, dass du denkst, du kriegst Trinkgeld, wenn du mir jetzt hilfst hier. Ich bleibe mal Benji hier durch, das ist an der Tür. Ich habe nur einen Platz, nämlich den sechsten. Wo es kein Geld gab. Den haben Sie dann belegt. Und Ihre Gäste werden zufrieden sein. Also alle Teams, jetzt mindestens 5.000 Euro sicher. Was ist nochmal Big Blind jetzt gerade? Alleiniger Big Blind 300. Da gehe ich mit. Nina geht mit. Angriff. Du könntest ja auch checken. Nina callt. Wenn keiner erhöht. Also wenn Stefan jetzt nicht erhöht. Und langsam wird es doch auch mal Zeit für Stefan Effenberg mal hier. Jetzt wieder nicht. Ich werde hier immer ausgeblendet. Ein Pott zu gewinnen. Immer die so viel quasselt. Die ist das geht ebenfalls mit. Und trifft den Boom. Olivia trifft die 3. Oh, das wollte sie nicht machen. Es ist noch nicht gesetzt worden. Dann braucht man noch nicht passen. Und kriegt die Freikarte. Alle haben gecheckt. Ich checke nochmal. Olivia, check. Ich mach dir das mal nach. Nina auch. Hast du nichts Eigenes? Sie spielt. Sie spielt. Hast du nicht was Eigenes? 300 von Stefan. Stefan ist sich sicher, dass er vorne liegt. Er liegt ja auch vorne. Setzt 300 und wird vermutlich jetzt hier. Jetzt guckst du mich mal an. Hier, guck mal, mich gibt's auch. Aus lauter Verzweiflung, weil du der Einzige im Spiel bist. Verzweiflung, okay? Was könntest du denn haben?
So viel kann es nicht sein. Du hast eben gecheckt. Auf den Flop hast du gecheckt. Nee. Auf den Flop hast du gecheckt. Jetzt nicht so viel reden, mach doch einfach. Ja, ich bin halt nicht so wie du. Okay. Ich muss mal kurz nachdenken. Also auf dem Flop hat er auch gecheckt, also hast du dann nichts. Wenn du nachdenkst, redet man ja nicht. Mhm. Und oder? Ich bin eine Frau, ich bin multitasking-fähig. Das kennst du doch von Claudia. Und dann hast du ein Minimum, ja gut, Minimum musstest du ja 300. Du kannst keinen Buben auf der Hand, du hast keinen Pet, ja vielleicht hast du, nee. Vielleicht hat er auch einen Drilling. Da hat er auch zwei Dreier. Mhm. Vielleicht, ich würde es ja gerne herausfinden, wenn mir das die 300 wäre. Ja. Oder Straßenoption, besser gesagt. Nina hat zwar kein Paar, aber Ass hoch. Und ist neugierig, sie traut dem Braten. Dein Mundwinkel hat sich so ganz leicht bewegt. Was gerade auch 4-5 und war aber jetzt ist die Frage, was heißt das? Das ist keine Talkshow, ne? Das ist Poker. Ja. Ich bin Moderatorin, labert man halt viel. Ja. Ich führe ein Interview mit dir. Was meint ihr? Wir dürfen ja nicht beraten. Ja. Was meint ihr? Ich würde all in gehen. Also. Ja. Nee. Ich würde es gerne wissen, aber nimm dir den Pott, den kleinen. Sie trifft die richtige Entscheidung. Zumindest mal, auch wenn es nur ein kleiner Pott ist. Ich hätte mitgehen sollen. Jetzt in die richtige Richtung für Stefan Effenberg. Ich will nicht kommen, weil du schlecht spielst, aber ich will auch mal spielen. Ja, na klar, komm her, ja sicher. Und ja, aber super. Ich bin so den ersten Wechsel im Team Olivia Jones und sie wird abgelöst. Von Monika Ivanka. Die Olivia geht jetzt eigentlich runter, die kann ja auch ganz schwierig. Jahrelang mit Stefan, mit Oliver Pocher alliiert. Und Gregor beginnt. 300 zum Mitgehen, mehr oder Pass. Gregor ist raus. Nina ist raus. Kommt doch. Stefan ist raus. Komm, du spielst mit mir. Ja. Alle gepasst? Ja, ja. Oh, Lacken Moni, pass da auf. Guck mal, das ist seine Masche. Ganz süß. Ja, Kulleraugen. Guck mal, ich bin Bambi. Geh mal mit, ich hab gar nichts. Genau, ich hab nichts. Aber es liegt doch noch nichts. Ja, warum sagst du das so nervös? Ich bin mega nervös. 300. Mhm. Genau. Monika füllt auf. Philipp. Das ist deine Masche. Ja. Die Süßnummer. Ich bin der kleine Junge von nebenan. Und Monika, bitte checken oder setzen. Monika trifft den Buben. Jetzt war dein Drilling. 1000 von ein bisschen hoch jetzt vielleicht. Ohne Brille. 1000. Big Blind haben nichts getroffen. Philipp ist raus. Damit verscheucht sie den Philipp. Der vielleicht mit etwas weniger Einsatz hier so eine stille doch mal geguckt hätte. Ob er was trifft. Okay, Nina, worüber möchtest du reden? Thema vor. Du hast eben gesagt, du hast Glück in der Liebe. Nee, das hat Olivia gesagt. Ja, weil ich sie habe. Ach so, okay. Aber sweet. Hast du denn eine Freundin wie zu Hause? Wie du die Karten die... Nee? Nein. Warum nicht? Wie lange natürlich, bist du schon Single? Natürlich, doch die große Liebe habe ich zu Hause. Hast du jetzt wirklich? Oder bist du Single? Darüber reden wir doch im Fernsehen. Was ist hier los? Ist Pokerstars? Ja, jetzt reden wir nicht über. Also, Nina, bitte. Jetzt mal ich jetzt. Ich bin Ross. 300 oder du? Das ist mir jetzt zu privat. Okay. 300 zu mitgehen ob oder? Nina wirklich oder interessiert ist, ob er Single ist oder nicht, oder ob sie vielleicht den Philipp einfach nur verunsichern möchte. Ja, das ist schön zu sagen. Ich bin abgelenkt mit der ganzen Quatscherei. Jetzt weiß gar nicht, wie scheiße, was hat die Moni da gemacht? Ja, ich mach weiter. Das wären nur 300. Monika mit der Erhöhung? Hätte ich das gewusst, Gregor. Aber keiner möchte mit dir spielen. So sieht's aus, dein Chip-Count. Ja, und sowohl für Gregor als Blinds, bitte. Auch für Gregor, 150, Stefan Effenberg. Schon wieder. Immer Zahlen. Wird es knapp. Gregor, die casten wir dann heute Abend noch, ne? Ja. Stefan Kohl. Monika ist raus. Dreierbärchen für Stefan Effenberg und der geht mit. Ah, Stefan. Das wird sehr langweilig, oder? Also 150, Gregor, ja? Gregor geht mit, genau. Also den, da macht es an, ja? Ja. Check. Alles checkt. Und drei Parteien schauen sich den Flop an. So orientieren. Gregor, bitte. Stefan, noch vorne mit dem Dreierpärchen. Check. Liegt bei 51%. Check. Oh. Stefan, check. Ja. Haben wir alle nichts gesetzt hätte, war? Hätte er den Pott eventuell check gewonnen. Gregor-Check. Haben wir schon wieder alle nichts getroffen. Ja. Nina-Check, Stefan-Check. Nochmals gecheckt von allen.
Jetzt trifft Nina hinten raus. Check. Gregor, check. Entschuldigung, Gregor trifft die 5. Irgendwer gewinnt dadurch den Pott, da nochmals durchgecheckt wurde. 5. Okay. Yeah! Was für ein Terror! Jo, hochkomm bitte. Wie schlecht, wie schlecht. Wir sehen uns noch. Das ist total fair. Jetzt kann man da geht's gleich. Okay, legen wir los. Den Rückwechsel. Stefan darf ich den Stuhl hat die Faxendicke. Hallo. Und lässt Joe wieder rein ins Geschehen. Du bist ja ganz weit vorne, ey. Ich bunkere das, damit du den Rest kriegst. Ah. Mach doch die. Gib ihm doch. Und K1. Geht los. Möchte auch wieder aktiv werden. Monika beginnt. Raus. Philipp ist raus. Wie viel ist? 400. 400. Mhm. Gregor geht mit. Okay, 400 mitgegangen hier von Gregor nach dem gewonnenen Pott eben. Ei, Joe, da wollte er. Du wolltest passen, obwohl keiner erhöht hatte. Er sitzt im Big Blind. Jo, checken oder setzen? Beide zwar nicht getroffen, aber Gregor mit dem möglichen Flush. Wollte nur noch ein Herz. Ja, ich habe vorher viel zu viel verraten. Er setzt aggressiv an und gewinnt den Pott. Nachdem Joe natürlich vorher schon so ein kleines Signal hatte, dass er. Das kannst du einfach nicht reinlegen, ich wechsle das. Wenn du willst, gib mir einen Tausender. Nee, das sieht scheiße aus. Okay. Also, okay. Ich mach das dann. Philipp, bitte. Monika hat ein Pokerface. Je weniger Leute am Tisch sitzen, desto aggressiver sollte man seine Hände spielen, weil die Blinds ja auch immer schneller kommen. Wir sind bei den Jungen nicht einschlafen hier. Okay, geht mit. Ah, jetzt Monika. Okay, so, okay. Queen hätte man eventuell auch mal erhöhen können, aber er geht. Guck doch nicht hier. Ich bin raus. Mit. Ich bin keine Bedrohung für dich. Und Monika, bitte. Trifft den König Monika die 5. Und? 1500 von Monika. Monika, immer. Da geht sie hoch ran an die Pötte. 1000 Lagen im Pott. Jetzt hat sie 1,5 gesetzt. Da wird K1, glaube ich, nicht aussteigen. Geh ich mit. K geht mit. Ja. Und geht mit. Ey, das ist Pech jetzt hier, Monika, mit dem zweiten Paar. Klasse. Immer wieder. Nicht vergessen, der Glücksfaktor ist auch beim Poker mit dabei. Was, wie viel hast du? All in, oder was? Nö. Okay. Traust dich doch mal. Ja, hau rein alles. 4000 liegen in der Mitte. 5000. 5000 von Monika. 5000 an, das ist jetzt keine leichte Entscheidung für K1. Jetzt muss ich mitgehen. Das war schon zu viel verloren. Ist tatsächlich zu hoch, um jetzt zu sagen, nee. Ihr habt die Chips. Hat noch etwas mehr als 10.000. Jo, ganz am Anfang. Das muss man auch mal anfügen. Ja, ich finde auch, dass er mitgehen sollte. Und redet jetzt wie ein Wasserfall, wenn du nichts setzt. Deswegen macht das. Guck mal, kannst du viel reden, wie ihr wollt. Das denn. Wir versuchen dir zu helfen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Nina wird unten sitzen, wenn du einen König hast, geh mit, aber sonst. So hat sie ja vorhin mit ihrem Ass auch gespielt. Auf jeden Fall schon mal sehr gut von K1, dass er sich Zeit nimmt, das Geschehen einmal analysiert. Wie hoch ist die Chance? Der Joker ist zu früh. Es geht um 5000. Schwer zu passen. Ja, er hat noch was liegen. Ja gut, dann wird es eng. Ist die Zeit nicht ab? Also, wenn nichts hast, okay. Klar, wenn man die Karten sieht, ist es einfach, aber... Genau. Passt so? Okay. Jetzt geht er die Hand nochmal durch. Was kann hier Monika haben? So, sollen wir den Pfarrer holen, dass er nochmal singt? Vielleicht oder? Zwei Kreuzen blöfft sie. Soll Rudi noch mal singen? Ich muss ja auch ein bisschen nachdenken. Ist ja schon nicht wenig. Ja, ja. Das ist raus. Okay, passt. Und er trifft die richtige Entscheidung. Ich meine, er hätte die Hand noch gewinnen können, wenn er ein zweites Paar gemacht hätte.
Aber er lag hinten, trifft die korrekte Entscheidung. Respekt und Hut ab. Und Gregor beginnt. 400, gell? Genau, zum Mitgehen. Call? Raus. Kay ist raus. Ich bin raus. Jo ist raus. Oh, Gregor. Das war. Kommt er wieder. Kommt er. Wir sind offensiv von Monika okay, mit As-9. Da kann man ruhig mal. Okay, schauen wir uns an. Mindestens. Vielleicht sogar. Schauen wir uns an. Okay, passt. Check. Den schauen wir uns an. Ich hab schon gecheckt. Philipp hat schon gecheckt. Nochmal gecheckt. Jo, blind. Ich hab die, bevor die Karten gekommen sind. Beide treffen vier. Gregor, check. Sollte einer der beiden anspielen. 550. Das macht ja. Ich zeig's dir auch, wenn du meinst, ich bleib. Unser Wildcard-Gewinner, Philipp, aus Nürnberg. Du weißt, ich würde dir was rübergeben. Also der ist kreativ und spontan bezeichnet. Wäre der zweite Sechser nicht gekommen, hätte ich also ich lebe hier gerade nicht ja, im Image-Filme für Firmen produziert. Ganz klein. Fantasy. Aber da hätte ja die, was lag da? Ja, nichts verloren, nichts verloren. Der ist ein vielseitiger Mann. Dann kommst du wieder dran. Ich verrate euch nachher gleich mal ein paar Sachen. 400 Big Blind bei dir? Ah, muss ich, gell? Ach du meine Güte. Immer das Zahlen, immer das Zahlen. Dame 10? Von Herz oder in Liebe, wie auch viele Pokerspieler sagen. Bei Kiwan. Überlegt zu erhöhen. So wie er geht nur mit. Los raus. Ich gehe mit 800 mit. War ein Pärchen bei Monika. Immer die Monika. Mit der Erhöhung auf 800. Oh Gott. Philipp ist raus. Was will ich? Oh Gott. Kann das sein, ja? Gregor ist raus. Oh, oh, wir wieder. Wir wieder. Jetzt will er. So, jetzt. K1 geht mit. Du musst mitgehen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Kannst du dich zurücknehmen? Ja. K geht mit. Hm. Drillingbogen. Okay, bitte. Für Monika. Mögliche Straße check. Für K1. Ich check auch. Monika checkt. Da will sie die Falle stellen, sie checkt. Oh. Viertes K.O. jetzt. Check. Okay, check. Ach, schon checkste. Hast du gecheckt? Scheiße. Nee, ich habe noch nicht gecheckt. Dann wie viel, check wie viel muss ich jetzt? Minimum 400. So, wer hat höhere Flasche? 400 wäre das Minimum, was die Monika setzen müsste. 2200 liegen in der Mitte. Sie greift schon wieder in den Tausenderstapel. Das sagt er dir jetzt auch. Ja. Oh, 6000. Monika. Jetzt push mich. Ja. Also, das würde ich mal sagen. Also, okay, one. Okay. Er hat ja noch gar nichts. Er kann die Straße machen. Wir sehen es oben. Hol die Eier raus. Jetzt 6 mögliche Karten wären es zum Sieg, aber 6000. Wenn du. Zu bringen. Ein höheres hast, dann können sie dir. Gute Schauspieler. Auch sehr risikoreich gespielt von Monika, nämlich wenn K1 jetzt hier ein Karo hätte, dann lege sie mit ihrem Drilling ja hinten. Natürlich gehe ich raus. Nee. Was denn? Komm. Hau rein jetzt die 6. Ja. Nee, war wieder richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, was du mir für Tipps gibst. Also, hätte vielleicht etwas schneller gehen können. Aber weiter wirklich überlegt. Was du gewinnen willst. Aber ja, wenn du ein hohes Blatt hast, musst du reingehen. Du weißt, ich liebe deine Stimme, aber nicht dein Pokerspiel. Ja, aber ich habe. Die hat geblendet, hundertprozentig. Die hat dich jetzt verarscht. Ja, das ist du respektiert Gregors Stimme und sein Gesang. Aber sein Pokerspiel, da hält er nichts von. Mal schauen, wie die Runde läuft. Jo beginnt. Monika kriegt aber jetzt auch Raketen da, jetzt Pocket Dame. Monika, komm. 950. Jetzt kann man Erhöhung, jetzt geht die noch hin. Gregor ist raus. Filippo. Okay, ist raus. Ja. Erhöhung von Philipp. Nee, von Check. Ich gehe auf jeden Fall mit. Monika geht mit. Dann spielt sie es ein bisschen auf Versteck. Sie hätte vielleicht noch mal erhöhen können. Es gibt ja nur zwei bessere Starthände gegenüber den Damen, nämlich zwei Könige oder zwei Asse. Ich checke. Check.
Philipp Check. Kein Bluff von Philipp? Okay, ich checke. Monika Check. Ja. Na ja, gut. Aber dann checkt er nochmals. Einzige Chance für Philipp wäre jetzt ein großer Bluff. Ich checke. Aber ich glaube nicht, dass Monika rausgeht. Ja, Logo. So klar. Ja, das sind 1600. Nee, und dann nochmal zurück. Du guckst woanders hin. Warum ich auch. Das hat sie vorhin schon gesagt, dass das ihr Trick ist. Ja, ja. Ja, funktioniert aber leider. 850. Aber jetzt ist ein Versuch hier, den Pott zu stehlen. Komm, Eier oder Eierstücke. Nein, du hast Raise von Monika auf 5000. Das ist eine Ansage. Raise von Monika auf 5000 und ganz, ganz, ganz schnell gepasst von Philipp. Ja, aber das war jetzt dumm, gell? Um zu sehen, was sie hat. Wenn sie nichts hat, geht sie raus. Wenn sie was hat, erhöht sie. Das waren die 800. Ja, das war jetzt gut geblufft. Viel hat sie nicht gehabt. Leute, ja, ich glaube, kein Bluff von Monika. Zwei Monate in Führung mit über 22.000 Chips. Vielleicht waren sie pro Seite. Sehr gut. Vielleicht investieren. Vielleicht investieren. Der Flop sah sehr schön aus. Hier ist funny. Okay, 200. Die hast du jetzt gerade aus deiner Schürze noch. 200? Ja. Nee, da ist mir ist was runtergefallen. Was ist denn da gerade? Nein, mir ist was runtergefallen. Ich so weit, dass du schon das Geld verlierst. Pass, Philipp, pass. Na, Monika gönnt sich jetzt mal eine Pause nach diesem kleinen Zwischenspurt. Gregor, komm. Irgendwann nach hinten los, weißt du? Okay, passt. Ja, mach doch. Alles check. Dann. Check. Schauen wir uns an, oder? Jo. Schauen wir mal. Sowohl Gregor als auch Joe mit zwei Kreuzen in der Hand. Joe trifft die zwei und geht in Führung. Ach, schade. Sollte vielleicht mal das Pärchen ein bisschen schützen, ein bisschen anspielen, aber sieht natürlich auch seinen kleinen Stapel und sagt, okay, wenn ich jetzt hier auch den verliere, dann kann das eventuell zu Ende sein. Was willst du hier noch machen? Geh all in, komm jetzt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also. Nein, check. Na. Ich möchte die rumschieben und checken. Checken. Jo, check. Check ich auch. Gregor, check. Da wollte er schon wieder passen, wo noch nicht gesetzt war. Oh, ja, ja, Sabupsi. Er hat zwei Paar. Shit. Don't regret. Spiel's an, Joe. Jo, denk nie an die alten Karten. Jo ist dran. Ich checke. Check, check. Jetzt eigentlich hätte Joe zuerst checken sollen, aber. Sicher? Jetzt schlägt dich der Flasche hinten raus. Oder ist das von Haus? Das ist auch Geld, dass wir uns nicht mal zwei Karten merken können, weil immer nochmal nachschauen. Jo ist dran. Joe liegt vorne mit zwei Paar. Einzige Chance hier für Gregor wäre ein Bluff. Ich hab's gesehen, Spiel. Ach, jetzt schmeißt er die Hand von vorne weg. Ärgerlich, ärgerlich, gerade bei dem Chipstand. Ach, scheiße. Wer ist denn jetzt an der Stelle? Monika, oder? Aber, wenn die Hand gepasst wird, dann tippt er automatisch an den Gegner. Ja, sicher. Eine noch hier, ich kann mal wechseln, wenn du willst. Wenn du nachher an der Bar, dann... Also, das sind meine 200. Ja. Philipp, bitte. Und das Fünferpärchen bei Philipp. Ja, der sich gegen hunderte von Gegnern bei PokerStars hier für diese nette Runde qualifiziert hat. Und natürlich die große Chance hat, 50.000 Euro zu gewinnen. Ich hab die 500 gesehen. Okay, geht mit. Mal race. Ich kann raus. Du musst raus. Noch erhöhen oder check? Check. Check. Und zu viert sehen wir den Flop. Na, eine 8 getroffen bei Monika. Monika, bitte. Check, check. Aber die Dame bei Gregor. Mann. Philipp, check. Wenn Gregor zu seinen Chips guckt, dann... 1.000 von Gregor. Schöne Summe, die Herr Gregor hier anspielt. Ja. Ciao. Okay, pass.
Du Bläffer mit deinen blauen Augen und blauen Sakko, ey. Ob die Entscheidung fällt, ist richtig hier, um zu schauen, wie sich die Hand entwickelt. Okay, aber singst du, egal wer heute gewinnt oder verliert, singst du heute einmal für mich, was ist dein Tag? Ja, ich singe. Boah, das ist mein neuer Lieblingssong, ey. Monika, check. 3000 von Gregor. Ja. Und jetzt, wenn es dann teuer wird, dann... Du hast alles richtig gemacht, Monika Ivankan. Jetzt und schöner Putt für Gregor, der sich jetzt mit diesem chill, das war die richtige Entscheidung. Sieg auf den dritten Platz. Bis gleich. Ciao. Okay. Tschüss.